Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir sind jetzt eine Domina und als Domina müssen wir natürlich ein paar Aufgaben erfüllen. Und zack, erstmal die Kronkorken mitnehmen. Dafür müssen wir als allererstes das hier knacken. Das ist meine Aufgabe. Knacke das. Abgeknackt. Easy. Oha, 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 oha. So, und wir müssen jetzt... Wo müssen wir jetzt hin? Wieso bin... Was zur Hölle passiert mit mir? Wieso bekomme ich Damage? Was? 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 Oh. Der hat mich die ganze Zeit angegriffen? Habe ich deswegen Damage bekommen? WTF? Guck, da ist was so ein Kopfloser auf mich zu. Geh doch mal tot. Was ist mit deinem Kopf passiert, Junge? Okay, ich gehe sicherheitshalber mal hier rauf. Das war seltsam. Beängstigend. So, was ist unsere Aufgabe? Hör dir das Anwärter-Holoband an. Triff dich in... Da. Na gut, gehen wir da hin. Was? Ich weiß nicht mehr, wer Andy Easy ist. Hätte wahrscheinlich einfach wahllos irgendwo drauf gedrückt. Aber ich habe ihn schnell gefunden. Respekt an mich. Okay, dann gucken wir mal, was da hinten abgeht. Sind wir jetzt ein bisschen wieder im Anfangsgebiet? Ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ich glaube, das ist sogar ganz gut, dass wir jetzt nochmal hier hingehen. Noch ein paar Level-Ups kriegen vielleicht oder ein bisschen Erfahrung zumindest. Dann auch mal alle Waffen einsammeln, die wir finden. Diese dann direkt auseinanderbauen. Irgendwann werde ich hier mit einer Keule durch die Gegend laufen und alles umbringen, was ich sehe, um Ressourcen zu sammeln. Ich glaube, darauf wird das hinauslaufen. Natürlich habe ich hier abgelehnt. Ah, ich bin jetzt teilweise im, in meinem Zuhause. Na gut, dann können wir eigentlich zum Wohnwagen einmal kurz gehen. Ich meine, hey... Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Hört sich an, als würde hier gleich eine Todeskralle irgendwo rauskommen. Aber ich glaube, die leben einfach nur in Höhlen, ne? Für es zu bin. So, wo ist der Wohnwagen? Da. Ich sage immer Wohnwagen dazu. Das ist eigentlich eine kleine Hütte. Oder ein Bunker. Ein Bunker ist es, glaube ich, hier, ne? Alright, Luftreinigerstation 02. Ein Stim. Rotpatronen. Alter Kürbis. Radio, das nervt. Rotpatronen. Ach, die Zigaretten, warum nicht? Kann man nur mitnehmen. Ah. So, mal ganz kurz hier ein bisschen was in Zeug loswerden. Fokussierter Automatikverschluss. Ja, gut, nicht das, was ich bewegen möchte. Aber ein stabilisierter kurzer Lauf. Immerhin. Na gut. Oh. Stufe 2 Skill habe ich. Bauplan moderne Küchentische. Na gut. Was soll's. Na gut, weiter.
Können wir uns eigentlich auch direkt reinziehen, ne? Ach, kenne ich schon. Tschüss. Übrigens, dieses eine Viech, was wir einmal gesehen haben, diese, will nicht mal Maulwurfsratte sagen, aber dieses komische Ding, was uns mal bei der Quest gestört hat, das war eins dieser mythischen Wesen. Habe ich gesehen, als ich das Thumb fertig gemacht habe. Habe ich ja nach den Wesen gesucht, also googelt, um PNGs rauszufinden und so weiter. Und da habe ich es gesehen, dachte ich, oh, tolles mythisches Wesen. The fuck! Ich steck fest! Was zur Hölle? Okay, du willst es also richtig dreckig haben, ja? Okay. Irgendwie. Was ich. So. Au. Was geht denn hier ab, ey? Meine Fresse. Aha, sein Kumpel abgeschossen. Wie viele sind denn hier? Alter, es geht immer noch weiter. Und der ist verdammt tanky. Einer noch. Meine Fresse. Was ging denn hier ab? Oh, ich bin überladen. Was? Alter, ist nicht dein Ernst. Ich hab so viel Stims hier verschwendet. Ich war auch viel zu panikhaft, um irgendwie die richtige Waffe auszuwählen. Ja, was hätte ich auch nehmen sollen? Die hier vielleicht. Heilige Scheiße, ey. Wo ist der Rest? Ich muss die anderen Leichen noch finden, damit es sich wenigstens gelohnt hat. Ja, das mir ruhig irgendwie, keine Ahnung, bisschen geileres Zeug geben können. Dafür, dass 1 Milliarde Leute hier plötzlich da waren. So, noch Durst. Ja, komm, Coca-Cola, zack, zieh ich mir rein. Heilige Scheiße, kommst hier an und bist erstmal fast tot. Er sieht mich nicht. Schalldämpfer ist schon was Feines. Wieso sind hier noch mehr von euch? Nein.
Kopflos, ja. Alter, ist ein bisschen übertrieben. Da ist noch einer. Ich wollte gerade sagen, hast du dich nicht bewegt? Oh, ich liebe Schalldämpfer! Ich will überall Schalldämpfer dran haben. Oh, hey. Das ist doch nicht euer Ernst, dass da noch mehr sind von euch. Ja, ernsthaft? Was ist das? Die Stadt der Supermutanten oder was? Meine Fresse. Ich brauche hier definitiv eine Werkbank. Viele von diesen Bastarden hier waren. Wieder halb tot. Ah. Ob da oben was Tolles ist? Ascherose. Okay, nehme ich mit. Kann ich mir einpflanzen. Bauplan Löwenstatue. Ja, why not? Hat sich gelohnt herzukommen. Eine Sache mehr. Wilde Karottenblume. Fußblume. Mehr Ascherosen. Ich glaube, hier waren Überlebende. Die sich hier auf den Dächern quasi aufgehalten haben. Und Blumen gezüchtet haben. Warum auch immer, anstatt Lebensmittel. Gut, hoffen wir, dass wir hier irgendwo eine Werkbank finden. Ansonsten müssen wir halt da hinten hin, ne? Aber ich würde gerne die Dächer erstmal zu Ende. Oh, Kunden, hallo. So, Raketenwerfer, tschüss. Ein Vorschlaghammer. Ich könnte mit dem Vorschlaghammer später rumlaufen, deswegen behalte ich den erstmal. Justierter verlängerter Lauf. Wuchtiger Kolben. Justierter Kolben. Wuchtiger Griff. Leuchtreflexvisier. Solider Kolben. Und eine 44er Abstufe 25, die behalten wir. Laserscharfschützengewehr. Ach, das Ding ins Kirchenzieler. Ja, komm. Kurzreichenziel wäre nur. Oh, na gut. Was soll's. Habe ich noch Kleidung gefunden? Nee. Was habe ich denn noch dabei, dass das so schwer ist alles? Naja. Sehr schön, Sachen erstmal abgelegt. Ja, können wir auch runter. Lass uns hier schnell weggehen, damit hier nicht alles neu spawnt. Was? Schneidebrett. Boah. Ich hab Schneidebrett mitgenommen. Ich dachte eigentlich, das wäre so ein Infusionsbeutel. Wieso bist du tot?
Okay, hier irgendwo muss es sein. Vielleicht auf dem Dach der Anlage? Nee. Ach, da ist sie doch. Natascha Hunt. Anmeldedaten von Herrin Natascha Hunt. Orden der Mysterien, Levisburg. Guten Morgen. Tut mir leid, dir das mitzuteilen. Tiana hat sich von ihrer letzten Mission nicht zurückgemeldet. Olivia und ich gehen los, um das zu untersuchen. Ich habe eine Spur zu einem Raider-Spähtrupp. Ich möchte, dass du dir das anschaust. Standardprotokoll. Den Ort sichern, nach Anzeichen von Raider-Aktivitäten Ausschau halten und dich im Anwesen zurückmelden. Sei vorsichtig, Liebes. Ich könnte es nicht verkraften, noch jemanden zu verlieren. Okay. Suche in Levisburg nach Raidern. Ich sehe schon. Muss dafür hoch. Irgendwie. Also Supermutanten haben wir auf jeden Fall gefunden. Die müssen wir nicht mehr suchen. Ah, hier geht's hoch. Ich höre irgendwo ein Supermutant rumstampfen. Ah, das sind mehrere. Ich sehe sie jetzt erst. Ich will ja keine Munition verschwenden, ne? Dafür haben wir nicht genug. Leichte Beute. Okay, wir beobachten Levisburg jetzt schon seit einiger Zeit. Es ist ziemlich beeindruckend, dass sie so lange organisiert geblieben sind. Aber wir haben eine Schwachstelle entdeckt. Diese albernen Himmelsgärten, die angeblich die Luft reinigen. Diese albernen Himmelsgärten und damit auch die meisten Gebäude der Stadt sind durch Brücken miteinander verbunden. Wenn wir es dann nach oben schaffen, sind sie alle unter uns praktisch freiwillig. Unser Plan lautet wie folgt. Kommenden Samstag veranstalten sie ihr Frühlingsfest. Wir alle erinnern uns aus der Zeit vor den Bomben bestimmt noch an diese Feste. Alle strömen in die Innenstadt, machen einen auf Künstler und lassen sich von beschissener Musik volldröhnen. Absolut niemand wird mit einem Überfall rechnen. Ach verdammt, ich hab's nicht zu Ende gelesen. Oh ja. Carrie, ich habe neue Infos. Eines der Mädels wird am Donnerstag in eurer Gegend sein. Gebt Char und seinen Jungs in Big Band Bescheid. Ihr werdet Verstärkung brauchen. Überwacht Levisburg. Bereitet einen Hinterhalt vor. Findet ein gutes Scharfschützennest und unterschätzt sie bloß nicht. Wenn sie die Chance hat, euch zu reagieren, seid ihr alle tot. Verbockt das bloß nicht. Brody. Wer auch immer Brody ist. Gewürze, Pfeffer. Oh, eine Klammer. Na gut. Können wir eigentlich schon wieder zurück, ne? Was haben wir denn hier für blaue Dinger? Fußblume. Das sind doch bestimmt die ich brauche. Ihr könnt nicht wissen, wo ich bin. Aber weißt du was? Ich habe gerade, glaube ich, ein paar Granaten eingesetzt. Bitteschön. Ja, das staunt ihr, weil jetzt bin ich hier der Typ, der euch alle fertig macht. Aber das ist doch genau die Stelle, wo die mich angetroffen haben, ne? Das heißt, die sind neu gespawnt. Alter, wie gut die werfen können. So absurd. Ist Leiche. Dankeschön. Danke, ganz behalten. Keine Ahnung, wo der andere hin ist.
Aber ich gehe jetzt weg. Gut. Gehen wir zurück. Ich... Deswegen habe ich den Gesuchten nicht mehr gefunden, wahrscheinlich wegen dieser dämlichen Quest. Der war unter der Erde. Bestimmt. Ich habe ihn ja die ganze Zeit gesucht. Er war bestimmt unter der Erde. Ah ne, hätten die mir angezeigt, dass er im Gebäude ist, ne? Oder auch nicht. Da waren ja diese Telefonzellen. Die sind ja miteinander verbunden. Der musste... Und bei den Telefonzellen haben wir ja die Spur verloren. Er ist in die Telefonzelle gegangen und... runtergegangen. So eine Scheiße. Unbekannter Benutzer. Kann ich irgendwas machen? Nö. Naja, wäre in der Tasche Hand. Missionsauswahl, was haben wir denn hier? Natascha Hunt ist doch... Natascha Hunt ist doch keine Anwärterin. Als Mentorin registrieren. Förderung autorisieren. Novize der Mysterien. Unbekannter Nutzer. Ha! Bitten Sie die ausgewählte Benutzerin, sich anzumelden und ihre Beförderung zu bestätigen. Glückwunsch, unbekannter Benutzer! Du hast den Titel Novizin der Mysterien erhalten. Als Novizin trainierst du weiterhin mit deiner Mentorin und der Herrin der Novizinnen, um Fertigkeiten, Taktiken und Kampftechniken in Herren der Mysterien zu meistern. Hersteller zur Ausgabe berechtigt. Ein Gewand der Mysterien abgeschlossen. Oh Gott, nein. Oh, bitte nicht. Also, ich hab's direkt wahrscheinlich, ne? Gewand der Mysterien. Stufe 25? Okay. Wieso nicht? So, okay. Holos, was haben wir denn hier? Hallo, Liebes. Willkommen im Orden der Mysterien. Du bist bestimmt ein wenig nervös. Gibt doch einiges zu verdauen. Aber die Mädchen hätten dich nicht eingeladen, wenn sie nicht davon ausgegangen wären, dass du bereit bist. Vor 8 Jahren habe ich angefangen, die Mädchen zu trainieren, so zu kämpfen wie die Herren der Mysterien. Die Heldin, die ich all die Jahre im Radio gespielt hatte. Klingt das irgendwie absurd? Ich glaube, ich fand es am Anfang auch albern. Aber die Welt braucht die Herren. Sie braucht Menschen, die stark genug sind, der Dunkelheit zu trotzen, die den Willen haben, gegen alle Widrigkeiten zu bestehen. Sie braucht dich. Es wird Zeit, unserer Schwesternschaft beizutreten. Dem Orden der Herren der Mysterien. Du musst diesen Weg nicht allein beschreiten. In den nächsten Monaten wirst du mit einer deiner Schwestern trainieren. Wenn du mit jemand Bestimmtem arbeiten möchtest, kein Problem. Falls nicht, wird dir Kryptos eine Mentorin zuweisen. Und sobald ich wieder da bin, trinken wir einen Tee zusammen. Nur wir beide. Versprochen. Okay. Hören wir uns den anderen Scheiß an. Herzlichen Glückwunsch, Liebes. Tut mir leid, dass ich heute nicht bei dir sein kann, aber die anderen Mädchen können bestimmt deine Schwüre mit dir durchgehen. In letzter Zeit war es ziemlich schwierig für uns. In 8 Jahren hatten wir nur ein Mitglied unserer Familie verloren. In den letzten 3 Monaten waren es 7. Alle durch Raider-Hinterhalte. Ich habe Eve gebeten, unser Trainingsprogramm zu beschleunigen.
Falls es zum Schlimmsten kommt, müssen alle bereit sein. Um ein Vollmitglied des Ordens zu werden, musst du die Werkzeuge der Herren der Mysterien beherrschen. Schwert, Schüsse und Schatten. Arbeite mit Eve und deiner Mentorin. Wenn die Zeit gekommen ist, dich zu beweisen, hat Kryptos alle Einzelheiten. Okay, aber wir haben hier noch Anmeldedaten von Herrin Natascha Hunt. Befehle der Krankenstation. Notfallversorgung, Antibiotika-Beschränkung. Das will ich jetzt alles eigentlich nicht durchlesen. Safe-Steuerung. Was für ein Safe? Oh. Ein bisschen Buffer drin. Geil. So. Missionsauswahl. Ha. Geht doch. Okay. Bei dir das Phantomgerät. Das wird höchstwahrscheinlich einfach nur ein Ding ins Gericht. Ich mach mich unsichtbar Ding sein. Wie heißt das nochmal? Ihr wisst, was ich meine. Okay, Novizin, das Phantomgerät. Okay, bitte nehmen Sie Ihre Anweisung der Missionsbeschreibung. Habe ich das nicht gerade schon angehört? Herzlichen Glückwunsch. Die Herrin der Mysterien war in erster Linie eine Meisterin des Schleichens, der List und der Infiltration. Dein eigenes Talent und Training sind von äußerster Wichtigkeit. Aber es gab Situationen, in denen selbst die Herrin Hilfe brauchte. Das Phantomgerät, halb Rauchbombe, halb Tarnfeld, stiftete bei ihren Feinden Verwirrung, während sie die waghalsigsten Fluchten hinlegte. Frederick hat eine Möglichkeit gefunden, ein echtes Phantomgerät zu bauen. Dafür werden jedoch zwei Komponenten benötigt, die uns gerade fehlen. Durchsuche Kryptos nach Hinweisen zu Stealth Boys und Hallucinogen Gas. Nutze dein Training, um die Ziele zu infiltrieren und die Gegenstände an dich zu nehmen. Bring sie danach zur Produktionsanlage. Viel Glück, Liebes, und sei vorsichtig. Okay, durchsuche Kryptos. Was zur Hölle ist Kryptos? Willkommen bei Kryptos. Okay. Datenbank. Kontrollpunkt erreicht. Okay. Nördliches Content-Lager. Okay, okay, okay. Gut. Halogengas hatten wir doch schon, oder? Stealth Boy, habe ich einen Stealth Boy noch? Na egal, wir suchen uns einfach einen. So. Alter, das ist so verwirrend mit den ganzen Quest-Dingern. Aber ich glaube, die führen mich alle nur nach oben, ne? Ja, ist gut, mysteriös und so. Ho, ho, ho. Nicht mehr. So, nicht, dass ich jetzt wieder überrascht werde von einem Kopflosen. Das war nicht so wirklich cool. Nee. Mochte ich überhaupt gar nicht. Aber ich sehe gerade, unsere Zeit ist um, Freunde. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann werden wir uns die Stealth-Boy-Einheit bauen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.